Hey Leute, ich bin's wieder, euer Schokasu. Heute mit dem Arena-Video. Ich habe eine neue Offense gemacht und die wollte ich euch zeigen. Ich habe eine bisschen schlechtere Defense gerade drin, dass ich ungefähr auf dem Rang bleibe, wo ich farmen kann. Die Defense ist ein bisschen schlechter. Und ja. Und so fahre ich mit meinem Team, mit meinem neuen, das sehr, sehr schnell ist. Okay, das ist jetzt ein blödes Beispiel gerade. Das sollte gehen. Zu der Gilde und dem ganzen Zeug. Ich finde es sehr cool, wie viele Leute sich schon gemeldet haben. Ich würde mich freuen, wenn sich noch ein paar starke Leute melden, weil Leute, die noch nicht Level 40 sind oder nicht ein oder zwei goldene Sterne schaffen, brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr gerade. Ich hätte schon gerne noch ein paar starke. Wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich mich drüber freuen. Ja, ein paar niedrigere im Level habe ich angenommen, weil die sich eben gleich nach dem Video drauf beworben haben und so weiter. Da habe ich gedacht, ach, ziehst du mal ein, zwei mit, die werden sich dann schon noch als gut, also als aktiv zeigen oder nicht. Das sehen wir danach alles. Und über die Leute, die mir gejoint sind, die aktiv sind, freue ich mich. Coole Leute. Okay, scheiße, ich werde outspeedet bestimmt. Wegen dem Tyrant Lead. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Okay, werde ich nicht. Dann kommt Chloe wahrscheinlich genau vorm Angreifen dran. Das wäre richtig blöd. Okay, immer noch nicht. Schauen wir mal. Vielleicht klappt es ja doch, aber das wäre. Ich sollte vermutlich Bella töten. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil Ashe ja zum Glück nicht so viel heilt. Mit der 16-7. Mit Mr. Randy Wayne. Mit Wayne. Ja, die meisten Leute spielen ja mit Bernard. Ich bin eher ein Fan von Wayne. Alleine schon wegen demselben Effekt, den Randy hat. Einfach mal 16.000 reinklatschen. Und zusätzlich hat er in der Defense eine bessere KI. Also er macht seinen Buff öfter, wenn du ihn in die Defense packst. Deshalb fand ich ihn einfach cooler. Und er sieht um einiges cooler aus, wie Bernard. Kommt mal noch so nebenbei dazu, aber ist eigentlich eher uninteressant. Ja, aber ich finde ihn einfach lässiger. Weiß ich nicht. Ist eher mein Typ. Und wenn ich mich dazu entscheide, eine Speed Defense zu machen, dann lohnt sich meiner Meinung nach Wayne mehr. Und in der Offense sind sie einigermaßen gleich gut. Bernard hat einen Attack Leader, was gut ist für Lucians. Wayne wiederum macht selber gut Schaden. Defense Break hat er nicht, dafür hat er einen Skill, der Ignore Defense macht. Und ihr habt ja gerade gesehen, der kann bei Mai mit 16.000 hitten und der ist hauptsächlich darauf ausgerichtet, dass er schnell ist. Das heißt, er hat irgendwie Speed Attack Attack oder sowas. Also der ist absolut eigentlich nicht auf Schaden gebaut. Also er hat schon gute Rune, aber es könnte wahrscheinlich auch stärker hitten, wenn man jetzt nicht so sehr auf den Speed achtet. Aber meiner Meinung nach ist der Weg, den man gehen sollte, ihn so schnell machen, wie geht, weil eigentlich ist er wie Bernard. Ja, Galleon, keine Frage. Super Monster. Warum mein Typ jetzt noch nicht im Allgemeinen noch nicht so gut ist. Mein Samurai hat, und habt ihr gesehen durch ein Chloe-Schild, mein Samurai hat noch keine Skill-Ups oder noch nicht viele Skill-Ups. Und Galleon hat den letzten Skill noch nicht gemaxt. Wenn das Ganze so weit hergerichtet ist, dann ist das Team nochmal viel besser. Und wie ihr sehen könnt, ist mein Galleon noch nicht gesixt hat. Will ich auch noch machen. Ich will Galleon auch noch auf Schaden machen. Der hat gerade komische Runen. Ich glaube HP, AP, Accuracy oder sowas. Auf das Speedset. Funktioniert soweit, aber wäre halt cool, wenn er auch noch Schaden machen würde, dann wäre das Team noch ein bisschen safer.
Kill ich Chloe, kill ich Bernard. Warte mal, Wayne kommt noch dran, hoffentlich. Ich kill jetzt Chloe und hoffe, dass Wayne noch mal dran kommt, dass ich Bernard töten kann. Dass ich Bella töten kann. Ah, okay, Revenge. Und Bella kann ich auch noch töten. Gut. Ja, drei Wings und Video dauert 5 Minuten. Also, das Team ist schon richtig cool. Und nebenbei laber ich noch und warte und ja. Warum ich das Ganze gemacht habe, ich will endlich mit meinen Türmen weit sein, wenn nicht sogar fertig, dass ich das Ganze mal durch habe. Weil ich denke mal, so lange wird es nicht mehr dauern, bis ich was Neues bringe. Im Shop. Ich meine, das wissen wir jetzt noch nicht, aber ich vermute es mal, weil das ganze Zeug, was jetzt da ist, ist schon immer da. Seit ich das Spiel spiele. Und irgendwann müssen die ja mal fast was Neues bringen. Weil ich habe zum Beispiel schon auf Asia Leute gesehen, die haben 28.000 Ehrenpunkte, weil einfach nichts mehr da ist, was sie kaufen können. Ja, ich habe noch gar nicht gefällt. Also normal läuft jetzt nicht so gut, es fällt schon öfter mal, sage ich. Aber im Großen und Ganzen gefällt es mir ganz gut so. Ich chill halt mit einer bisschen schlechteren Defense bis Donnerstag oder bis Freitag auf Conqueror 3 rum. Da bekomme ich auch noch meine selbe Anzahl an Punkten, kann aber die Leute schneller umbringen. Und dann Donnerstag oder Freitag ändere ich meine Defense und schaue, dass ich nach oben komme, dass ich keine Kämpfe mehr verliere. Und dann sollte ich meine Rewards am Ende der Woche trotzdem bekommen. So habe ich mir das jetzt gedacht. Weil so ist es schöner, vor allem unter der Woche, wenn ich während meiner Pause in der Früh, also während der Brotzeit nur kurz Zeit habe, kann ich schnell, keine Ahnung, 5 Schwerter machen. Weil es einfach nur die 5 Schwerter vielleicht 8 Minuten dauern oder so. Also es geht schon gut schnell, sieht der ja hier. Natürlich, wenn man dann solche Teams hat wie hier, dann dauert das Ganze wieder länger. Oh Gott, das wird knapp. Fuck. Ich sollte ihn töten. Noch ist Dan Dubuff nicht geprockt von Theo. Okay, decreasen. Oh Scheiße, das dann, oh Gott, ja. Naja, kann passieren. Wie gesagt, das Team ist nicht 100% safe, das Team ist einfach darauf ausgelegt, dass es schnell ist. Ja, das sollte gehen. Dass dann Schwerter verloren gehen und so weiter, das ist schon klar, aber ich meine, es ist besser, wenn ein paar verloren gehen, als wenn ich sie nicht spielen kann, weil sie voll sind und ich in der Arbeit bin oder sowas. Und so kann ich die einfach schnell spielen, weil sie gleich vorbei sind. Vor allem bin ich dann auch nicht so faul, Arena zu spielen. Hoffe ich. ja, lass Chloe killen. Ach, scheiße. Gott. Chasun, bitte geh nicht voll Rampage. Natürlich. Leck mich doch. Hui. Ja, die Runde ist verloren. So ziemlich sicher. Wenn Tiomas nicht ewig viele Procs bekommt. Oh Gott, kein Defense Break. Alle gegen Tiomas. Ja, ja. Jetzt ist es verloren. Nicht Boss Battle. Aber ich habe auch nur einen Defense Break getroffen. Natürlich.
Zu dem anderen Account werde ich auch noch ein Video bringen, also jetzt nicht heute, vielleicht morgen. Vermute mal morgen. Bin ich auch schon recht gut vorangekommen. Ach komm. Scheiße. Bin ich auch schon gut vorangekommen, muss ich sagen. Werde euch das Ganze dann nochmal zeigen. Das ist jetzt euer Ernst? Leck mich doch. Ich zeige euch mal noch was anderes. Aber ne, wenn die Chloe jetzt da schon dazwischen gesetzt ist, dann funktioniert das nicht da. Das sollte aber gehen. Weil Bernard verkackt ja immer. Wetten, das ist jetzt der Vorführeffekt und Bernard macht, was er machen soll. Oh, der ist sogar langsamer. Na, das ist schlecht. Und nicht mal wild und irgendwo. Ja. Dann nicht. Doppelt zu soon. What the fuck? Oh Mann. Manche Leute sind schon echte Penner. Doppelt zu soon, Chloe, mit Ziermaß. Oh, mit Willrun auf Chloe. Okay, einer zu soon überlebt. Und die Chasuns sind auch noch gleich schnell. Was für eine Arschlochaktion. Ja, machen wir mal eine weg. Und Defense Break mit ihm mal vielleicht. Ja, okay, die Resistance ist nicht gut. Ignore Defense. Nein. Was mir aufgefallen ist beim Samurai, also der Samurai ignoriert mit dieser Fähigkeit hier, die so leicht hat, ignoriert da Unverwundbarkeit, aber er ignoriert nicht den Endurbuff, also der Endurbuff funktioniert leider trotzdem. Hey. Yeah, man, Wayne. Das war ein Wayne-Hit. Also, aber der Lichtsamurai kann richtig gut Schaden machen, wenn ich meine Skills geupgradet habe. Also, letztes Skill hauptsächlich. Der macht dann irgendwie nochmal 30% mehr Schaden. Und schon sind wir durch die Schwerter gekommen. Und schon sind wir durch die Flügel gebrannt, also das war schon schnell jetzt. Gut, zeige ich mal kurz die Monster, die ich benutzt habe. Ich habe mein Theomas benutzt, aufgrund vom Leader. Ich habe Wayne benutzt. Wie ihr seht, seine Stats. Seine Stats sind nicht mal gut. Trotzdem habe ich so 16.000, wie gesagt, Schaden gemacht, habt ihr ja gesehen. Schnell ist er halt, aber das war auch das Hauptsächliche, worauf ich Wert gelegt habe. Und deshalb hat er hier auch Broken Set, weil ich wollte zwei Attack Runen haben. Hier habe ich 17 Speed drauf und hier habe ich 14 Speed drauf. Deswegen habe ich die genommen. Dann hatten wir hier Galleon weiter hinten, das ist auch irgendwie ein bisschen interessant. Dann haben wir den Samurai. Der Samurai hat auch ein Speed Set, aber Swift Blade. Und das Ganze sieht so aus. Wie gesagt, ich hätte gerne die Skills noch gemaxt hier, den hier zum Beispiel. Geht nochmal 20% Schaden hoch, eine Runde weniger. Das geht auf zwei Runden runter. Wie gesagt, ich habe schon ein paar reingefüttert, aber es ist halt nichts in den letzten Skill gegangen leider. Oh. Genau, und Galleon. Sieht so aus soweit. Also er hat ein bisschen Stranger Runen, er hat ein Speed Set, er hat hier HP, er hat hier HP und er hat hier Accuracy. Aber der Speed ist genau richtig gerade, dass er
im richtigen Moment angreift. Das will ich aber vielleicht noch ändern. Mein Cayenne werdet ihr auch bald sehen, den habe ich gestern geruhnt. So. Die Huhn muss ich aber noch maxen und so weiter, dass man das Ganze hernehmen kann, aber testen will ich ihn auf jeden Fall. Dann Emma, ja, Emma ist halt hauptsächlich für Necro geruhnt gerade, wo ich gerade dabei bin, ein bisschen ein Team auszuprobieren. Und mein Leo, ja, den ich gezogen habe. Ich habe ihn geruhnt, so ein bisschen. Also er hat eigentlich schon relativ gute Runen. Attack, Crit, Damage, Attack. Aber ich habe geschaut, dass ich hier überall noch HP-Subs habe. Hier 27, hier 14, hier 20, hier 14. Hier habe ich keine. Und ja, hier habe ich nochmal 4. Da brauche ich dann die Crit Rate und wollte ein bisschen Resistance, deswegen habe ich die Runde dann reingenommen. Hätte ihn am liebsten auf Vampir Nemesis gehabt, aber so sollte er auch funktionieren. Ihn werde ich euch auf jeden Fall auch zeigen, aber ich denke, um ihn anständig zu benutzen, muss er erst voll geskillt sein, weil der Skill dann nur noch zwei roten Cooldown hat und das ist halt schon stark. Aber das werde ich auf jeden Fall noch zeigen. Ja. Gut, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!